das, was geht bei euch? Ja, willkommen zu Farcraft. Wir haben Andrew mit am Start und er ist so hübsch geworden, Andrew. Zeig mal. Was soll das, verdammt? Andrew, chill doch mal deine Unterwäsche, mein Freund. Ich bin nicht da. Okay, sorry. Genug rumgeblödelt. Wir müssen jetzt direkt loslegen. Ja, nicht wahr? Wir machen jetzt der Witwenmacher. Ist es das Teil? Eden's Gate hat den berüchtigten Witwenmacher gestohlen, den Mary May von ihrem verstorbenen Vater gefährdet. Wenn ihr ihn nach Falls End zurückbringt, könntest du... Gut, das machen wir jetzt. Und wisst ihr was? Direkt eine kleine Info am Rande. Das Video vom 1.4., vom 1. April, das dritte Far Cry Video, um genau zu sein, das kam leider erst am 2. April um 4 Uhr morgens, weil ich da einen ID-Treffer drauf... Oh Gott, macht das direkt Damage. Einen ID-Treffer drauf bekommen habe. Und zwar einen ziemlich hartnäckigen. Auch einen völlig zurecht wegen der Musik. Also die Musik ist zumindest, die in dieser Cutscene gespielt hat, nicht einfach so, ja, die darf man nicht einfach so abspielen. Beziehungsweise, ich habe da halt... Ne, Lirum Larum. Ich gehe mal da hoch, ja. Kann ich da nicht hin? Kann ich da hin? Das ist irgendwie besser, wenn ich dahin reise, keine Ahnung. Da war halt ein Musiktitel, der wurde geclaimed. Und man hat eigentlich ein Tool auf YouTube, das habe ich auch genutzt, wo du direkt diesen Claim entfernen kannst, weil du, wenn du das Musikstück dann stumm stellst. An der Stelle. Und das ging einmal dann nicht. Da kam dann eine Fehlermeldung, geht nicht. Ich habe es nochmal gemacht. Und dann hat das 5 Stunden, also ich habe das abends übrigens erst um 20.03 Uhr oder sowas gemerkt, dass das Video noch nicht da ist, dass es den Treffer hat, bla bla bla. Ja, ich hab's versucht. Ich hab's versucht zu ändern. Und dann hat das ewig lang bearbeitet. Also bestimmt 5, 6 Stunden. Nee, also bis morgens um 4 eben. Vorhin um 4 Uhr irgendwas. Das ist jetzt übrigens 5.16 Uhr. Morgens um 4 Uhr ans Wurst schlagt mich tot. Ja, ist ganz ist gut. Kam dann die Nachricht. Hey, das Video ist da. Guck mal, wir haben jetzt den Scheiß fertig gemacht. Hat mich ein bisschen geärgert, weil eben für euch das dritte Video entfiel. Vor allem habe ich für euch einen ganz, ganz fiesen Cliffhanger an der Stelle gehabt. Und das war nicht gewollt, dass das Video nicht kommt. Es lag, wie gesagt, an YouTube. Nun ja, aber nichtsdestotrotz gibt es, obwohl ich das Video jetzt ja eigentlich hätte auf 8 Uhr stellen können und mir dann praktisch etwas Arbeit sparen können, gibt es jetzt trotzdem dieses Video um 8 Uhr, also in 3 Stunden. Dennoch für euch. Also ganz normal das erste von 3 Videos, die heute hoffentlich kommen. Was ist denn da vorne los? Was ist denn hier? Was ist das? Dude. Was ist denn da? Sind die irgendwo Feinde? Nee. Was ist das? Oh! Alter, was geht denn ab? Mit die Fuck die? Am 19. Juni 1964 gab Clutch Nixon, der größte Stuntman der USA, einen Junggesellenabschied für seinen Freund George Wright. Aha. Doch statt einem Wochenende dauerte dieser ganze 3 Wochen. Während der Feierlichkeiten wettete George, dass Clutch nicht mit einem Flugzeug... Oh, ich dachte, der Text geht weiter, sorry. Ich denke, das ist sowas wie ein Killing Spree früher bei GTA 2. Ja, ist so eine Nebenmission. Wir müssen uns bereit machen und dann... Ja, es ist so eine Flugding Hans Wurst Mission. Achso, nochmal für alle, die sich fragen, was eigentlich jetzt mit dem Season Pass noch so zu holen ist, der ja rankam. Vielen Dank nochmal an dich, Dev Scout. Oh, die... Och, leck mich doch. Jetzt läuft hier schon wieder Musik? Fickt euch. Nein. Die ich nicht aus... Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott! Die ich nicht ausschalten kann. Aber scheinbar ist die Musik im Spiel, also die in den Autos und Dingern läuft, vielleicht auch gar nicht geschützt. Das war halt ein spezieller Titel, der in der Cutscene lief, das uns da vorhin die Ärgereien eingebracht hat, von denen ich vorhin gelabert habe. Kann ich vielleicht die Mission doch einfach weglassen? Ah, scheinbar nicht. Kann ich hier einfach raus? Mission abbrechen. Ach komm, ich versuch's jetzt. Ich laber jetzt halt kurz nicht während der Mission, falls nämlich diese Sektion dann stumm gestellt wird, hört man mich eh nicht sprechen. So, kann ich irgendwie noch anderweitig rollen? So. Ja. Aber ich bin nicht Geschichte, denn ich bin ein Profi-Pilon. Oh oh. Muss ich das kaputt machen, doch? Ja. Ich gehe einfach davon aus, dass das Lied nicht geschützt ist. Aber ich glaube schon. Gas, komm, Gas. Und
Ich weiß gar nicht, was ich eben angefangen habe zu sprechen. Auf jeden Fall, ja, die Musik ist eine kleine Problematik. Ja. Aber da müssen wir halt einfach durch bei so einer Geschichte. Es gibt sehr viele Spiele, die viel Musik enthalten, so wie auch GTA zum Beispiel. Aber GTA ist so ein Spiel, das einen direkt die Musik ausschalten lässt. Das ist halt schon echt eine nette Sache. Aber da das Missionsmusik ist, weiß ich nicht, ob die jetzt hier eben... Naja. Und wer sich da ein bisschen mehr noch dafür interessiert für dieses Thema, der kann da auch mal googeln. Oh Gott, das war nicht geplant, überhaupt nicht geplant. Aber wir sind nicht abgestürzt, sehr schön. Ah, das Dumme ist, wisst ihr, was blöd ist? Wenn das ja echt einen Treffer bekommt, dann wird es wieder auch ewig spät kommen, wenn das so lange dauert, weil es ist ja jetzt schon gleich 8. Ah, Gott! Wenn er einen Baum trifft, ist er Geschichte. Labernet, erzähl keine Scheiße, Mann. Ich hab die Mission gleich gehasselt hier. Boom. Warum geht ihr so lang? Fuck, oh Gott, voll an der Brücke angestoßen, aber alles cool. Profi-Piloten geben nicht auf. Komm, das ist das Ziel. Nee, da oben ist der nächste. Ach du Scheiße. Ich gebe die ganze Zeit Gas. Oh mein Gott. Was müssen wir machen hier? Nein, nein, nein. Oh shit. Ich kann gar nicht hinsehen. Naja, es haben sich ein paar gewünscht, dass ich mehr fliege. Wir haben jetzt hier direkt die Fliegmission. Die Flugmission. Um Gottes Willen. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Bitch, wollte ich nicht sagen, aber ich hab's gesagt. Yeah! Ist schon coole Musik, ja, versteht mich da nicht falsch. Schon sehr schöne Musik. Ha! Ja, yeah, oh. Ist das gewollt? Okay, weg ist es. Ja, jetzt ist unser Teil, unser Auto weg. Nee, oder? Naja, wir haben hier direkt einen... Hey, wo ist die Mission? Da sind wir jetzt auch fast da, aber ich gehe vielleicht doch noch kurz hier rüber und stack hier noch kurz ein Teil aus. Da habe ich jetzt wieder Bock drauf auf das Nigibiki-Action. Shazam! Das hat euch ja auch sehr gut gefallen. Mir gefällt es übrigens generell, oder ich freue mich generell ultramäßig, dass euch Far Cry doch ganz gut gefällt. Also natürlich kommt das noch lange nicht so gut an wie jetzt CSGO, also was jetzt die Klicks und so weiter angeht. Aber ja. Habt ihr jetzt hier auch Musik laufen, die Kackvögel? Na, natürlich. Warum auch nicht? Ihr wollt mir das Leben schwer machen, ne? Ja, viele von euch haben vermutet, dass die Musik, die jetzt halt hier einfach im Spiel so läuft, während man sich frei in der Welt bewegt, dass die möglicherweise gar nicht getroffen werden kann. Wir haben da oben einen Grappling Hook. Jetzt passt mal auf. Passt mal auf. So. Wir müssen eh ein bisschen die Dinger werfen lernen. Okay. Das wird jetzt ein Ultra-Long-Arm-Wurf. Zack! Oh fuck. Schnell hoch. Also, wir gehen mal direkt hier hoch. Hoffentlich ist er... Oh mein Gott. Hallo. Na, der fällt jetzt zu denen runter, ne? Na, da werden sie sofort panisch. Wir könnten natürlich noch Annäherungssprengstoff schmeißen. Das wäre sehr fies. Oh. Hier. Oh, shit. Oh, fuck, da ist eine... Da drüben ist... Hier sind zwei Leitern. Sind hier überall Leitern dran. Das wäre natürlich nicht so geschickt. Was sieht uns denn da? Ah, der da hinten? Ey, hier sind sau viele. Kann ich das wieder herstellen? Jawohl. Ich würde sagen, dann werden wir uns... Da werden wir die damit erstmal... Oh. Oh, shit. Kletter hoch, habe ich es richtig gehört? It's your boy. Oh shit. Okay, passt auf. Da ist ein Sprengstoff. Oh, die Musik! Und da ist ein Sprengstoff hin. Jetzt gehe ich hier einfach runter. Den kann ich ja später noch holen. Oh, er ist nicht gestorben. Wow. 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 Was war das? Schießen die einfach mit Mörser rein oder mit Raketen? Jetzt brennt's hier. Ne, die sind beide in die Luft gegangen, die beiden.
Nee, nicht der Sturmangriff. Alter, was passiert hier? Hier brennt auch schon irgendwas. Stell dich hin. So. Verwischt. Wir sind noch unentdeckt. Wir sind immer noch unentdeckt. Wow. Zierst du dich, Süßer? Nee. Zier mich nicht. Oh oh. Er lebt noch. Ja! Unentdeckt. Der letzte war das, der letzte Dreckarsch. Ist ein bisschen blöd, dass die jetzt gleich weggeräumt werden. Jetzt kommt diese kleine Cutscene her und dann sind die Gegner immer weg, dann kann ich die Pfeile nicht mehr aufheben. Aber naja, aber nervig. Mhm. Dicke Wumme hat er da am Start. Sehr schön. Boah, einen dicken Truck. Also, ihr habt gesagt, ich soll auf jeden Fall zwingend jetzt mal in so eine Waffenlieferung reingucken. Ich würde ständig erzählen, ich will Waffen haben und dies und das. Und spreche aber niemanden an. Zur Verstärkung der Bunker eingesetzt. Hier kann ich wieder im Spread. Gar keine so schlechte Idee, oder? Vielleicht sollten wir uns das ansehen. Ja. Danke nochmal, Deputy. Bitteschön. Mit dem Bahngelände sind wir einen Schritt näher dran, unsere Heimat von dieser Sekte zu befreien. Sehr gut. Die Sekte hat ein Waffenlager beim Getreideheber. Wir haben sie verjagt und uns das Zeug gekrallt. Seitdem tobt hier ein erbitterter Kampf um das Gebäude. Bitter, echt bitter. So, also, jetzt schauen wir mal. Wir verkaufen unsere Schotter. Ja. Und dann gehen wir mal auf Waffen. Also, überhaupt Verbesserungen und sowas für Waffen wollte ich jetzt zuallererst mal nachschauen. Wir haben das Teil hier am Start. Anpassen. Ah, na also, ja, wie geil. Danke, Leute, dass ihr mich da ein bisschen drauf gestoßen habt. Wir haben einen eckigen Schalldämpfer und einen normalen Schalldämpfer. Damit wird deine Waffe lautlos. Keine Sorge wegen der eckigen Form. Ecken produzieren keine Geräusche. Macht die Waffe quasi lautlos. Ideal, wenn du es leise, aber... wo ist jetzt der Unterschied? Außer in der Form? Macht die quasi lautlos? Macht deine Waffe lautlos. Dann nehmen wir natürlich den. Sehr gut. 1000... Oh, ist gar nicht mal so günstig. Aber das passt schon. Was ist das hier? Erweitert das Magazin. Das brauchen wir nicht zwingend. Ah, wie cool, wie cool, wie cool, wie cool. Leute, ihr seid einfach die Tiere. Prestige-Skins. Pff. Pff. Aber wenn ich... Oh, so eine gibt es auch in Counter-Stricken. Weißt, wenn das nicht Hyperbeast ist, können sie mich mal gerade mal am Bobo schmatzen. Können sie gerade mal bangern. Ich nehme jetzt dieses Visier hier. Ok. Für die Uzi brauchen wir das auch. Also ich mache es auch einfach auf die Uzi drauf. Oh, das ist der Hammer, Leute. Das ist der Hammer. Oh Gott, macht das Spaß. Ah! Warum? Hallo? Hä? Was für eine... was für eine Uzi habe ich denn bitte schön, wenn die hier nicht dabei ist? Besuche den Ubisoft-Club, um die Waffe freizuschalten. Habe ich die überhaupt noch dabei? Pass auf dich auf. Der Kult wird dich umbringen, ja. Weil du VZ... Ah, die zählt natürlich als Pistol, ne? Die zählt als Pistol. Wir hören mal kurz rein. Oh, schön. Sehr, sehr schön. Da ist auch noch was. Moment, ich mach gleich weiter. Leute, das freut mich gerade so ultramäßig. Es ist so cool. Es macht so viel Spaß. Und, ah, schä. Wie kommt man nur? Nein, den Dreck sagt er oder den Verschissen oder. Ah, Praline, du. Komm. Machen wir schon von oben rein. Ne? Ja, 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 ja. Oh, jawollo, Prollo. Mehr Cash. Dass wir noch mehr kaufen können. Oha. Ihr habt auch gesagt, ich soll größere Sachen probieren. Aber jetzt würde ich die Waffe ungern weglegen, wo wir gerade was Dickes dafür geholt haben. Wird aber auch noch gemacht, keine Sorge. Und ich würde mir wünschen, dass das Schweißgerät automatisch genommen wird, sobald man hier mit E irgendwie dran drückt. Oder mit E gedrückt hält. Habe ich noch nicht getestet, aber ja, das wäre cool. So. Naja, war jetzt nicht so viel. Aber immerhin Ebes. Hey, Dave. Na, du willst im Güterwaggon leben? Mich bin. So, sorry, dass ich eben so verpeilt war. Hier ist er natürlich irgendwo, ne? Da kamen sie schon, nur habe ich sie nicht gesehen. Oder? Ja, da ist sie doch. So, was kann man denn... Jawohl, Schalli. Ich glaube, wir machen am besten überall einen Schalli drauf. Es ist immer gut. Da machen wir jetzt einen runden Schalli drauf. Es ist immer gut, schallgedämpft zu arbeiten. Oh!
Meine Damen und Herren. Easy Skin Video incoming. Alter, das mache ich sowas von drauf. Boah, ich fühle mich halt wie so eine Frau, die Schuhe einkauft. Ja, guck doch mal da. Die waren ganz günstig. Du erschießt mich doch nicht. Kann ich das jetzt auch angucken wie bei Counter-Strike? Nee, kann man nicht. Toll. Toll. Aber es sieht schon geil aus, oder? Boah. Was kann man nochmal für die andere Waffe nehmen? Nicht, dass ich in der Graufe würde, aber was kann man nochmal für die andere Waffe nehmen? Gut. Scheiße. Das Grüne geht. Das hier geht eigentlich auch noch ganz gut. Das hier geht auch. Naja. Wir brauchen einen weiteren Waffenslot. Wir haben mittlerweile... Vorteil. Mittlerweile haben wir, müssten wir eigentlich sau viele Punkte haben. 24! Ja! Okay. Konzentriert euch jetzt mal. Komm wieder runter. Boomer kommt nach Verletzung schneller zurück. Cheeseburger kommt nach Verletzung. Das sind einfach diese Sachen. Okay, für die Leute. Völlig egal. Das haben wir schon. Das ist auch schon erworben, ne? Hier wäre das nächste. Ja, Waffensammler. Genau. Dafür müssen wir dann aber erst den besiegen, da diesen Knilch. Das ist einfach Munition, dass wir die ganzen Munitionsarten... Mehr Platz für Gegenstände wäre auch nicht schlecht. Aber so an sich bin ich sonst sehr zufrieden. Ich glaube, wir waren noch nie da gestanden ohne Munition. Vielleicht ganz kurz am Anfang mal. Herstellung, Schaden, Sabotage wird beschleunigt, auch in Arcade. Schalte Kettenwurfwaffen und Seitenwaffen-Takedowns frei, erhöht die Takedown-Reichweite. Das ist ziemlich cool. Das machen wir auf jeden Fall mal. Wir haben noch gar keine Ketten-Takedowns gemacht. Schnelleres Nachladen, Ziel und Wechsel von Bögen. Das ist auch wichtig. Mache ich jetzt aber noch nicht. Das ist robuster und effizienter. Schnelleres Nachladen, Ziel und Wechsel von Bögen. Okay. Knacke heimlich die Schlösser von Safes und Türen, die keine Schlüsselkarte benötigen mit E. Das klingt auch sehr sinnvoll, wenn wir halt irgendwo nicht durchkommen durch eine... Wir schossen wie Granaten zurück. Oh. Auch cool. Gehe, sprinte und lande leiser. Erleide weniger Schaden durch Stürze. Funktioniert auch in Arcade. Das, was wir hier freischalten, gibt es auch in Arcade. Das ist ja der Hammer. Um Autos anzuzünden. Nach 10 Sekunden explodieren sie. Funktioniert auch in Arcade. Das ist auch irgendwie cool. Autos anzünden. Deine maximale Gesundheit wird auf 200 erhöht. Das mache ich mal. Wir sind schon echt oft gestorben. Muss man uns wirklich lassen. Jetzt mache ich noch das hier. Und dann eben noch das hier. So. Leute, wir sind ultra ausgerüstet. Halt bloß die Gosch. Hab ich nicht. Hab ich gar nicht, du Piss-Pantoffel-Warzengesicht. Ich brauche unbedingt... Halt, stopp. Jetzt rede ich. Erntebefehl. Ja, Silos. Wissen wir doch schon längst. Wer ballert denn da? Ich hoffe, das sind Zielübungen, Leute, gell? Tschüss, Andrew. Ich fahr ohne dich. Andrew, ich fahr ohne dich. Baba, dude, baba. Oh, Alter, ich bin so ein Fahrer, ne? Vielleicht fahren wir hoch und greifen die von oben. Ne, wir sind wieder nur einen halben Kilometer. Noch einen halben Kilometer entfernt. Da sollte man nicht so viel aussteigen. Sonst müssen wir wieder Jahrzehnte laufen. Warte mal, da ist was. Auto da geblieben, gell? Hey. Da kommt doch jetzt nicht ein Auto. Ich hab's immer gesagt, aber keiner wollte es hören. Die Sekte produziert seit Jahren Drogen in der Düngerfabrik. Und jetzt kippen wir den Scheiß ins Wasser. Du musst die Anlage hochnehmen. Ja, chill. Guck mal, ist das nicht der kleine Kerl, den wir schon kennen? Also das Model haben wir auf jeden Fall schon mal gesehen. Wir fahren das letzte Stück noch. Ich habe keinen Bock, da jetzt hinzulaufen. Und dann wird richtig sneaky-beaky gearbeitet. Andrew, bist du da? Ne? Sehr gut. Ciao, ciao. Ist Andrew eigentlich tot? Kann okay, das sein? Okay, hier sie. Die Sekte hält den Witzenmacher beim Getreideheber versteckt. Du wirst da bestimmt auf Peggy treffen, also sei vorsichtig. Ich glaube, wir haben Andrew gar nicht dabei, ne? Ja, Andrew, was ist los? Mein Sohn, ran! Was waren das da eben für Punkte? Ah, die Kills werden gezählt. Boomer hat erst 0 Kills gemacht. Also ihn haben wir doch am liebsten hier, ne? Unterwegs. Oh, wartet. Wir sind schon direkt im Feindesgebiet. Ich muss meinen Helm wieder nehmen.
Ja, nimm mal deine Pillen wieder, du Dummkopf. Hey, wir sind Freunde. Nicht schießen. Habe ich jetzt das Ding schon drauf? Hoppala, sorry. Was mache ich denn? Auf. Was für Kontakt? Wo? Was für Kontakt hat denn der jetzt? Mit wem? Bin unterwegs. Brücke aus! Deckt mich! Geh mal hin, Andrew. Hol dir den mal. Oder halt, weiterholen den nicht. Bleib da. Kein Problem. Wie bin ich nur hier gelandet? Ich versuche ihm jetzt richtig zu geben mit dem Schalli. Rücke vor! Ha! Ziemlich chillig. Die wissen nicht, wo man ist. Ich war hier in dem Busch, da kann in den Busch nicht reingucken. Was sie jetzt auch endlich mal geklärt hat. Ich habe euch ja schon ein paar Mal gefragt, ob ihr wisst, ob die Büsche eben auch als Deckung gelten, und sie gelten als Deckung. Ja, steh auf. Ach, und es wurde noch gefragt, warum ich denn bei der Frau angefangen habe und jetzt bei den Männern bin. Ich habe einfach alles durcheinander gemacht. Wir müssen sie aufhalten und die Leute, die es brauchen, mit Nahrung versorgen. Okay, also vor allem nicht zwingend durcheinander gemacht, also eigentlich schon, aber ich gehe halt von Hauptmission zu Hauptmission, damit wir vor allem diesen Hauptding einfach gut rumkriegen. Da drüben labert er. Danach fangen die uns bestimmt wieder ein, wenn wir das da geholt haben. So, da haben wir schon jemanden, da haben wir auch schon jemanden. Die haben wieder so ein Musikauto da stehen. Aha. Ist sonst noch irgendjemand da? Ist ja vielleicht irgendwo ein Bienennest, dass wir das schon mal anschießen können. Dass die ein bisschen gebeutelt werden von den Bienen. Da hinten kommt noch einer. Wir bräuchten echt noch ein Scharfschützengewehr, aber der Bogen ist halt auch so cool. Hier müssen wir, glaube ich, aufpassen. Hier müssen wir aufpassen, dass die Autos, die sicherlich hier vorbeifahren, uns nicht kriegen. Kann ich durch den Zaun schießen? Wahrscheinlich nicht. Nein, der hat sich umgedreht, der hat sich umgedreht. Guck mal nach der Leiche, Bro. Alter, was ist mit ihm los? Er ist einfach gerannt. Oh shit. Okay, cool, Bam. Was machen die denn mit den Leuten? Die rapen die. Ich glaube, die rapen die gerade ganz schön durch. Haha, unentdeckt, dude. Da läuft Mucke. Hundi, komm raus. Ah, das ist ein guter, sehr gut. Ich wollte gerade sagen, shit, weiß nämlich jetzt gleich. Da sind, glaube ich, Böse drin, ja. Die werden wir auch gleich freilassen. So. Ich glaube, wir sind immer noch unentdeckt. Kann das sein? Was haben wir da vorne? Leute, wie sieht's mit eurer verkackten Musik aus? Bye, bye. Der hört sich echt eklig an, der Hund. So, wenn du das liest und ein Peggy bist, dann habe ich dich im Visier. Wenn du beim Widerstand bist, dann komm hoch und triff mich im Getreideheber. Ich habe ein paar Sachen, die du gegen die Sekte einsetzen kannst, aber pass beim Hochkommen auf, wo du hintrittst. Ich habe viele kleine Freunde, die nicht gestört werden wollen. Meinst du die Dargis oder was? Das Prepper für Stack. Da haben wir auch noch was. Das Lagerhaus muss verschlossen bleiben und der Zugang ist beschränkt. Wer unbedingt rein muss, kann sich den Schlüssel im Werkstattzelt holen. Aber klärt das bitte vorher mit dem Täufer. Wir können uns bezüglich des Witwenmachers keine Nachlässigkeiten erlauben. Haha. Keine Ahnung, wie ich jetzt da dran gekommen bin. Oder war das schon unser Skill? Das war unser Skill!
Es hat sich verdammt nochmal gelohnt. Das ist der Witwenmacher, der sieht echt krass aus. So, volles Riesending. Geil. Auch schön besprayt. Damit machen wir jetzt gleich mal noch ein paar Witwen da. Witwe, ja, lecker. Leckere Witwen. Aber was brennt denn hier? Oh, super, es brennt direkt vor dem Tor. Das habe ich ja ungeschickt gemacht, oder? Ich mach schon mal auf. Ah, sehr gut. Das hat gerade aufgehört. Und jetzt übernehmen wir mal den dicken Truck. Boah. Oh, yeah. Sorry, die Musik ist der Hammer, ich weiß, aber ich muss sie ausmachen. Komm ran. Oh, ich wollte eigentlich... Komm, schnell, Andrew. Boah, geil. Ich will richtig Straßensperren. Moment, Moment. Was für Straßensperren überhaupt? So. Ich kann nicht schießen. Wartet mal. Handbremse weg und schießen. Das Ding schießt vorne raus? Nee. Laber nicht. Das ist ja der Hammer. Ah ja. Aber ich doch, wie es ist. Scheiß Musik aus. Boah. So, Waffe wechseln. Ah, okay, da kann ich auf meine eigene wechseln. Ist das edel, ist das edel. Wow, 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 wow. Lenkt er dahin, wo ich gucke, oder was? Nee. Komm doch her. Boah, ist das edel. Der Witwenmacher ist ja der Hammer. Ich weiß schon, wie die Folge heißt. Oh, she, Brie. Oh, she. Bam! Oh, da vorne fährt ein Trecker. Schnell, fahr weg. Fahr weg, Trecker. Wenn ich Rechtsklick mache. Ich weiß nicht genau, was... Irgendwas passiert da, wenn ich Rechtsklick mache, oder? Keine Ahnung. Ich meine, dass er manchmal verzieht, obwohl ich es gar nicht mache. Naja. Oh, yeah! Shit, 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 shit. Das war nicht so taktisch von Vorteil. Okay, die müssen wir mit der zweiten Nummer ausschalten. Ja. Juble schnell! Ich mache jetzt nämlich ganz viele Blatt. Jetzt bloß nicht auf E drücken und einfach aussteigen mit in der Action. Habe ich die Fahrhilfe an? Eben habe ich sie kurz angemacht, das heißt, sie war aus. Ich raff's echt nicht. Oder hat der einfach hinten eine Umwucht dran? Hängt da irgendwas hinten noch? Batsch. So, 6 von 9, wir haben es gleich geschafft. Ich weiß nicht, ob ich diesen Heli überhaupt schaffen kann. Mit meiner kleinen Uzi. Ich glaube eher nicht. Bye bye. Bam! Das ist so cool. Hey, hey, die treffen uns. So, die Schützen hinten abschießen, dann passt das. Dann schießen die nicht so hart auf uns. Jetzt gehen wir mal richtig Gas hier, Leute. Wow. Was passiert? Oh oh, Büffel? Bären? Kühe? Oh no! Oh! Die Kuh hat uns fast gefistet. Damit habe ich nicht gerechnet, dass da jetzt eine Kuh kommt und uns einfach zerstört. Geht mal zur Seite, Boys. Muss hier durch. Wir überfahren alles. Wir überfahren ganze Ländereien. Und eine Kuh bringt uns fast zum Fall. Lächerlich. Die Todeskuh. Ja, da bin ich ja. Geht jetzt die Brücke kaputt? Nee. Okay. Ich habe jetzt echt damit gerechnet, dass... oh, weil das ist unsere Abzweigung gewesen. Ich habe irgendwie schon... Verdammt! Was verdammt? Das ist echt... Oh, 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 Leute, Leute, passt auf, passt auf. Ich weiß nicht, was ich noch sagen wollte eben, aber es ist echt edel.
Manchmal lenkt er von ganz alleine. Es kommt mir immer wieder so vor, als wenn er von alleine ganz leicht nachlenken wird. Naja. Jetzt sind wir ja gleich da. Hey, Leute. Müsst ihr auf die Straße laufen? Sind ihr eigentlich bescheuert? Packen wir den mal hier drüben hin. So. Na, alle? Hallo, Trulla. Guck mal, was ich geholt habe. Trucks erkenne ich überall. Muss schon sagen, Deputy, den Truck meines Vaters wiederzusehen, weckt wirkliche Erinnerungen. Ich habe früher immer hier gestanden, wenn er nach Hause kam und winkte ihm von Weitem zu. Du hast definitiv den Schneid, ihn zu fahren. Und wichtiger noch, du hast das Herz. Mein Vater hätte dich gemocht. Wenn du den Witwenmacher mal fahren willst, musst du nicht erst fragen. In der Zwischenzeit halte ich die Ohren offen und lass dich wissen, wenn sich etwas ergibt, das sich für dich lohnt. Alles klar? Danke nochmal, Deputy. Bitteschön, Trulla. Wieso kriegen uns doch die so richtig glücklich mit uns? Weil wir halt auch sehr hübsch sind, na logisch. Aber der Truck ist auch echt der Hammer. Oh, Leute. Ja, ja, das kann ich mir denken, dass du dich darauf freust, du Fuckel. Spread Eagle, Wiedereröffnung, nackte Frauen, lecker Schmecker. Leute, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ciao, ciao.